Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Mein Steenchen ist jetzt mittlerweile Level 15. Level 15, das ist ein Level, das viele Rollenspielcharaktere haben, also diejenigen, die tatsächlich nur im Rollenspiel unterwegs sind. Warum ist das so? Zum einen natürlich, man bewegt sich hier im Anfangsgebiet und wird nicht gleich von jedem kleinen Bären oder Keiler angegriffen. Das ist schon mal ein ganz toller Vorteil. Andererseits ist es aber auch das Level, ab dem man sich ein Haus kaufen kann. Und während das für die meisten Leute, die einfach nur questmäßig oder Action-Game-mäßig in diesem Spiel unterwegs sind, eine nette Beigabe ist und ein Ort, an dem man seine Gegenstände, die man vielleicht im Laufe des Spiels auch gewonnen hat oder sich gekauft hat, ablegen kann, ist es für den Rollenspieler schon auch ein Zentrum seines Rollenspiels. Natürlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ich rufe mal die Karte auf und ich könnte mein Steenchen natürlich im als Charakter überall, ob in Oberbühl, Dachsbauten, Balkfurt, Michelbinge, Lützelbinge oder wo auch immer, gedanklich unterbringen. Nur hätte ich dort kein Haus, das ich natürlich betreten kann. Das geht tatsächlich nur im Südviertel, das ich dann beziehen kann. Ich werde euch gleich einmal zeigen, wo die anderen Völker ihre Viertel finden, in denen sie Häuser kaufen können und wo ihr hin müsst, wenn ihr während des Spiels irgendwann auch die Aufgabe bekommt, euch mal bei einem Unterkunftsvermittler zu melden. Das hat unser Steenchen nämlich auch bekommen. Gehen wir einmal nach Eredluin, das Anfangsgebiet für Zwerge und Elben. Die Zwerge hier oben bei Thorins Tor finden ihre Siedlung hier unten in der Ecke. Die Elben hier auf dem Weg zum Auenland, das ist Falathlorn. Und genau, das schauen wir uns gleich nochmal an, wenn wir in der Südsiedlung sind. Und schließlich die Menschen finden ihre Siedlung hier in Bree, etwas östlich vom südlichen Hedwald. Und das ist dann hier. Also dort müsst ihr dann jeweils hin, wenn ihr in den verschiedenen Siedlungen eure Häuserchen kaufen wollt. Unser Steenchen wird sie jetzt einmal zu unserem Unterkunftsvermittler gehen. Das ist der Andy Dachsbau. Und der wartet schon auf uns. Die Aufgabe hatte ich schon abgegeben. Die ist allerdings nicht zwingend nötig, um ein Haus kaufen zu können. Und jetzt klicke ich ihn mal an. Guten Tag, wie darf ich euch Und jetzt helfen? seht ihr hier in einem Menü auf der linken Seite eine ganze Reihe an verschiedenen Orten. So kreativ ist Turbine dann aber doch nicht gewesen und eigentlich auch verständlich. Ihr seht zwar hier verschiedene Orte, diese Orte sind aber alle vom Aufbau her gleich. Und dazu gehe ich jetzt nochmal in die Map und gehe hier in das Südviertel. Hier steht zwar zum Südviertel, aber ihr müsst hier unten klicken bei dem Pluszeichen und dann seht ihr einmal, wie diese Siedlung aufgebaut ist mit den verschiedenen Straßen und mit dem Zentrum, wo ihr auch eine Bank findet, etc. Ich gehe wieder raus und jetzt gibt es, das ist das nächste, was ihr wissen müsst, drei verschiedene Haustypen. Es gibt einmal das Standardhaus, das ich persönlich eigentlich für ein Hobbit auch eigentlich am schönsten finde, wobei schön auch da etwas, nun ja, mit gut will ist, wir werden uns, wenn wir das Haus einrichten, das mache ich in einem Extra-Video, mal das Haus von innen ansehen und dann werde ich da auch etwas, ja, Kritisches zu bemerken. Nichtsdestotrotz gibt es das Standardhaus, das hat zwei Räume und einen Garten. Es gibt das Luxushaus, das erheblich größer ist und mehrere Stellplätze hat und dann das Sippenhaus, das für uns jetzt nicht relevant ist, denn wir haben hier keine Sippe, für die wir ein Haus kaufen. Ich würde eigentlich mit Stienchen ein Standardhaus erwerben, aber ich nutze gerade eine seltene Gelegenheit und zwar ist in einer mir bespielten Siedlung gerade ein Haus frei und da ist es mir jetzt wichtiger, dieses Haus zu bekommen, als dass ich jetzt ein Standardhaus nehme. Das gibt es hier nämlich nicht mehr. Das ist das Einzige, was es hier gibt. Das Luxushaus kostet 7 Goldstücke. Und wenn ihr einen ganz einfachen Free-to-Play-Account habt, dann habt ihr noch eine Obergoldgrenze. Die kann man freikaufen, freischalten. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Es gibt sowas wie einen Überschuss.
Ob man daraus das dann bezahlen könnte, weiß ich nicht. Ich bin hier auf einem Premium-Account, der ein ehemaliger VIP-Account war, und deswegen habe ich diese Obergoldgrenze nicht mehr und habe mir durch andere Charaktere, das hat mein Stinchen jetzt hier nicht verdient, sie hat hier 9 Gold und 700 Quetsch Silber liegen, sondern das habe ich ihr mit meinen anderen Charakteren zugeschickt, damit sie sich dieses Haus jetzt kaufen kann. Das könnte ich jetzt hier tun. Und kaufen werde ich aber nicht, denn ich werde euch zeigen, wie ihr dieses Haus jetzt besuchen könnt und es euch erst einmal angucken könnt. Wie gesagt, ihr könnt hier das in den anderen Siedlungen genauso. Ich zeige es mal hier. Hier ist jetzt aufgelistet, was in dieser Siedlung beispielsweise Alder Glen, was ist das denn für ein Name? Alder Glen, was hier frei ist, und dann habt ihr hier diese ganzen Häuser. Ich gehe wieder zurück auf Lindholz. Da ist nur das eine frei. Das klicke ich hier einmal an und kann das jetzt besuchen. Dann springe ich jetzt direkt in die Siedlung und lande bei meinem Haus und kann mir das erstmal angucken, wie das gelegen ist und ob mir das Haus überhaupt gefällt. Dieses Haus liegt jetzt sehr nahe beim Zentrum. Das ist für mich ganz angenehm. Ihr solltet euch es gönnen, durchaus einmal durch die Siedlung zu laufen, in der ihr euren Charakter platzieren wollt. Einfach zu gucken, gefällt euch der Ort, gefällt euch die Zugänglichkeit, wie ist die Umgebung, was hat man für Nachbarn, auch das vielleicht wichtig. Schaut mal einfach rein. Ich habe jetzt diesen Ort angesprungen und jetzt könnte ich mir das hier alles angucken. Ich riskiere auch schon mal für euch einen Blick nach drin, werde da aber wie gesagt etwas noch extra zu sagen, wenn es um die Einrichtung des Hauses geht. So sieht das Luxushaus von innen aus. Und ich gehe jetzt wieder raus und könnte jetzt zu meinem Unterkunftsvermittler zurücklaufen, wenn ich sage, oh, das gefällt mir hier nicht. Hier ist ja jetzt nur das eine frei gewesen, aber ich möchte dieses Haus unbedingt haben, deswegen werde ich es kaufen. Dazu muss ich auch nicht zum Unterkunftsvermittler zurück, sondern kann hier direkt am Schild anklicken, dass ich das Haus kaufen möchte. Und jetzt kann es passieren, dass das nicht funktioniert. Das werde ich gleich sehen, weil nämlich ich eigentlich auf diesem Account schon ein Haus habe. Und das ist auch wichtig zu wissen. Man kann mit jedem Account nur ein Haus haben. Das ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite aber auch schade, weil ich natürlich ein Hobbit spielen kann, dann habe ich vielleicht noch einen Zwerg und dann habe ich noch einen Elb und vielleicht auch noch einen Menschen und kann aber mit meinem Account tatsächlich nur ein Haus kaufen und muss mich dann für eine Siedlung entscheiden. Ich zeige euch später mal in einem anderen Video, wie man da eventuell trotzdem zu einem Haus kommen kann. Da muss man ein bisschen Umwege gehen. Und das ist auch relativ umständlich. Aber zumindest ist das möglich. So, und ich werde jetzt versuchen, dieses Haus zu kaufen und hoffe, dass das klappt. Genau, sagt, ihr besitzt bereits ein Haus. Das bedeutet, ich muss mich jetzt mit meinem anderen Account einloggen und das ursprüngliche Haus verkaufen und dann lande ich hier wieder. Da sehen wir uns dann gleich wieder. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt mit meinem anderen Account das Haus verkauft und kann jetzt hier über dieses Schild dieses Haus kaufen. Das werde ich tun. Und jetzt ist es meins. Juhu, in Lindholz gibt es keine Häuser mehr. Schade für euch, gut für mich. Also nicht, dass es keine Häuser mehr gibt, aber dass ich jetzt hier platziert bin, darüber freue ich mich. Und werde, wie gesagt, in einem anderen Video noch einmal zeigen, wie man dieses Haus einrichtet. Eine Sache möchte ich hier noch anschließen. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf mein Haus gehe, dann seht ihr, dass ich es jetzt hier habe. Und dass ich Unterhalt bezahlen muss, der Betrag liegt bei 150 Silberstücke in der Woche. Bei einem normalen Häuschen sind es nur 50. Das ist dann schon auch etwas, was man zusammen haben muss. Und dann findet, also das kann man hier machen, da kann man jetzt ein bisschen was bezahlen, das werde ich mal tun. Dann sieht man, ab wann das gesperrt wird. Denn ein Haus, das man nicht, wo man die Miete nicht zahlt, wird irgendwann gesperrt. Man kann es dann noch eine ganze Zeit lang wieder auslösen, indem man dann doch noch nachzahlt. Aber wenn man zu lange wartet, kann es sein, dass euer Haus dann tatsächlich weg ist. Also ein bisschen Obacht sollte man schon haben, wobei ihr allerdings auch eine Warnung bekommt.
So, ich habe ein bisschen was im Voraus bezahlt, habe jetzt dieses Häuschen hier. Über die Genehmigung erzähle ich euch noch, wenn es um die Einrichtung geht. An dieser Stelle freue ich mich, dass wir das Haus haben. Wir jubeln nochmal, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und verbeugen uns höflich, um euch einen schönen Tag und Abend zu wünschen, je nachdem, wann ihr das guckt. Bis denne, euer Stienchen und Eiko Weiß.